So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Tiger Ghost. Ja, Folge 12 müsste es ungefähr sein. Ich habe nämlich mir was Folgendes vorgenommen auf Tiger Ghost. Ja, also kurze Ankündigung, das habe ich im Stream auch schon angekündigt und darüber haben wir im Stream auch schon gesprochen. Ich wollte auf Tiger Ghost ein bisschen was verändern, denn ich habe überlegt, wirklich mal, ich habe die letzten 20, 30 Videos angeguckt und habe überlegt, so was zeige ich aktuell so. Und mir ist aufgefallen, mit meinem Main auf Azrael bin ich ja von Level 90 bis Champion Level, ja, High End unterwegs und zeige alles, was im High Level Bereich so existiert und passiert. Und mal auf Tiger Ghost wäre ich ja jetzt mit 95 auch in die Richtung gegangen, aber ich investiere ja auf Tiger Ghost an sich so nichts, weil ich ja mein Main pushen möchte. Und dann habe ich überlegt, beziehungsweise mit meinem Stream-Chat gesprochen und wir haben uns folgenden Plan überlegt. Ich werde auf Tiger Ghost nur noch Low-Level zeigen, weil es bringt einfach nichts. Da halt so extrem ins High-Level zu gehen und da auch voran zu pushen, obwohl ich das gleiche auch schon auf Azrael zeige. Deswegen werde ich auf Tiger Ghost den Lykaner, den ich gerade erstellt habe, nur spielen und dem Richtung maximal Level 55 bleiben. Erstmal Level 35, bis die P-Skills da sind und dann vielleicht irgendwann Level 55 maximal. Und dann halt so, ja, gucken, dass wir dann diesen Char halt irgendwie langsam halt perfektionieren. Wenig mit dem IS arbeiten, halt einfach viel farmen und gucken, dass man auf Tiger Ghost halt zeigt, wie man diesen Char im Low-Level-Bereich aufbaut, ohne halt IS-lastig zu spielen, sondern halt höchstens mit DD. Das war die Überlegung, deswegen habe ich die Eiche auf dem Masu ausgebaut. Die habe ich einfach gemacht, weil ganz ehrlich, mit dem Masu, da wurde es jetzt sowieso extrem schwierig und das gleiche, was ich mit dem Masu jetzt machen würde in den Bereichen, das zeige ich mit meinem Main einfach auf ganz anderer Ebene. Das fand ich ein bisschen, ja, unnötig, sage ich mal. Also war auch nicht mehr so, hat auch nicht mehr so richtig Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, hat auch nicht mehr Spaß gemacht, weil, wie gesagt, das gleiche zeige ich halt einfach auf Azrael. So, das hat einfach keinen Sinn gemacht so an sich. Deswegen, spaßeshalber, spielen wir auf Tiger Ghost nur noch Low Level und ich werde da jetzt halt den Lykaner spielen. Ich habe mir hier Rüstung und Helm gekauft und so und zwei der Eichensteine sind auch rausgegangen, glücklicherweise. Ihr seht jetzt hier noch den alten Namen. Mittlerweile heißt er mit diesem YouTube-Ding Klammern vom Namen, heißt der jetzt Maeve einfach nur. Also das seht ihr am Ende des Videos. Auf Tiger Ghost hat man ja die Möglichkeit als Tiger Ghost Influencer beziehungsweise ich auch als Ambassador, dass ich diesen Namen da kriege auf Tiger Ghost. Deswegen seht ihr das am Ende. Zum Glück sind die beiden relativ teuren Steine rausgegangen. Das ist schon mal richtig gut, weil das waren halt wirklich die teuren Steine, die ich drin hatte. Also Glück gehabt auf jeden Fall beim Rausmachen. Hätte ja auch sein können, dass alles failed. Also sehr, sehr lucky gewesen, muss man einfach sagen. Ja. Den Char werde ich erstmal nur auf Int skillen und danach auf Dex Feuer knallen. Habe ich mich gemerkt, dass Lykaner halt mit Int und Dex Full ultra viel Damage knallt. Und ja, ich habe auch zwei Streams gemacht, die habe ich aber nicht mit reingeschnitten. Da habe ich wirklich nur mit zwei gefahren, ein bisschen gequatscht, ein, zwei Webbies aufgemacht, aber nichts rausgeholt, deswegen ist das nicht mit drin im Video. Aber schon mal für euch, ich werde jetzt also, die Tiger Ghost Videos werden jetzt nicht so extrem regelmäßig kommen, sondern immer mal wieder im Monat, einfach wenn ich dann mal Bock habe oder auf Main gerade keine Zeit habe. Weil ich will wirklich den Hauptfokus auf Main setzen, aber wenn ich wirklich mal, sagen wir mal zum Beispiel jetzt gerade eben, ich level meine Medichars nebenbei auf Azrael, dann habe ich natürlich Zeit, das Tiger Ghost Projekt voranzubringen und das werde ich, denke ich mal, als Side-Projekt einfach machen. Nebenbei so ein bisschen daddeln einfach nur und für euch so ein bisschen Mini-Content kreieren, sage ich mal. Das ist halt so die Idee dahinter. Und ja, das kann ich aktuell halt relativ gut machen, wenn die Medichars so nebenbei ziehen. Dann habe ich natürlich Zeit, den Lykaner voranzubringen, ja. Das ganze alte Equipment habe ich natürlich noch von dem Masu, deswegen ging das relativ zügig eigentlich auch voran. Ich werde also meinen Gifty auch verkaufen und einiges an High-Equipment, was ich schon hatte. Ich werde allerdings das Core-Farmer-Equipment für die Vasus bald natürlich, damit ich dann weiterhin halt Splitter farmen kann nebenbei und da so ein bisschen One raushole, weil komischerweise Alchemie kostet einfach genauso viel, wenn nicht sogar mehr, als auf Azrael und das ist halt irgendwie lustig, weil hier auf Tiger Ghost einfach 100% DD im Roten Reich ist, also mehr Doppeldrop und trotzdem ist Alchemie mehr wert, das finde ich irgendwie geil. Aber egal, so, ich habe ein bisschen gelevelt, also ein bisschen gelevelt, ich habe halt Richtung 35 zu kommen schon mal. Ich glaube, ein Kumpel hat mir auch eine Rüstung schon mal geliehen, eine gute. Also habe ich die ja für ein oder zwei Wochen gekauft, die eine Rüstung hier, die ich anhabe. Aber dann hat mir noch ein Kumpel eine geliehen oder vorausgeschossen, sage ich mal, mit, ich habe halt 2 KTP, 10 TP Absorb und 15 Feuer oder so mit Hass plus 4.
Ist also auch ganz nett, kann man mal mitnehmen schon mal, damit kann man relativ gut spielen, sag ich mal. Ja, ich habe dann hier ein bisschen die Edelsteine mitgenommen, die kosten auch 300k pro Stück, aber ist ja egal, einfach mitnehmen. Und ja, es ist schon mal, spaßig schon mal wieder Low Level zu spielen auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt, dass Stärke beim Lucana nichts bringt irgendwie, also gar nichts. Deswegen habe ich einfach kurzerhand einfach mal Holzohrringe gehabt, weil es einfach keinen auf dem Markt gibt. Das ist ja das Ding auf Tiger Ghost, wenn es so ein paar Sachen gibt es einfach nicht auf dem Markt und man kann die halt eigentlich relativ gut farmen dann in dem Moment, weil wenn es sie nicht auf dem Markt gibt, dann kannst du natürlich Monopol machen und so. Und vor allem so Abmaterialien, die man viel braucht, sind auf Tiger Ghost super viel wert. Also so diese, zum Beispiel mein Iceland-Video, das kann man auf Tiger Ghost richtig gut anwenden, weil das einfach immer gebraucht wird. Ja, ich habe dann Holzohrringe plus 9 kurz gehabt, das heißt meine Kupferohrringe kann ich auch wieder verkaufen, weil ja, die brauche ich dann nicht mehr, die pushen einfach nix. Ja, wie gesagt, die Eichichars habe ich noch und die werde ich auch nebenbei noch benutzen, um so ein bisschen Splitter zu farmen, weil ja, das kann man einfach noch nebenbei machen einfach, ne? Wenn ich Eichi habe sowieso im ausgerüstet, also wenn ich dann die Ring fertig habe, brauche ich sowieso immer mal wieder Cores, um halt die Eichi aufzufüllen, dementsprechend die Core-Farmer, die drei, die ich jetzt noch habe, einer ist ja jetzt der, nein, was ist denn das jetzt hier, wir haben jetzt einen Lucana, zwei Core-Farmer und den Main, glaube ich, das heißt, mit vier Chars insgesamt könnte man da jetzt, ja, warte mal, da fehlt, glaube ich, fehlt noch einer, ne, drei Core-Farmer, ich muss mal gucken, auf jeden Fall habe ich hier noch ein paar Core-Farmer, die ich noch benutze und das ist aktuell der Shop, die Sachen, die ich verkaufe, so ein bisschen Elementar-Dev-Equipment, vor allem gute Elementar-Dev-Helme für Sucher. Das Gifty, was ich noch hatte, das verkaufe ich momentan mit 32 DSS 20 Teufel, ist natürlich ein ultra nice Gifty, also wenn da wer Interesse hat, dann gerne. Und ein bisschen mit 1 Farmer Equipment für Krieger, auch sehr cooles Zeug, kann man auf jeden Fall gut mit One machen. Ja, wenn das Gifty weg ist, werde ich mir erstmal wieder die den Eichi-Ring voll machen. Ich habe auch gemerkt, 50 One kostet ein vernünftiger Rubin auf der Tiger Ghost, Alter, also mythischer matter Rubin. Halbwegs perfekt, kostet 50 Won. Digga, das ist schon heftig, aber egal, da wollen wir ja hin. Wir wollen einen Ring aufbauen, ich will vernünftig Level 55 spielen. Ich will die verschiedenen Farmquellen nutzen, die es gibt im Low-Level-Bereich und den Lucana halt einfach schön aufbauen nebenbei. Und ja, so, wie gesagt, nebenbei ein bisschen Spaß haben mit dem Char, ab und zu mal mit dem Char vielleicht ein bisschen streamen. Und ja, in letzter Zeit streame ich ja übrigens wieder öfter, falls euch das nicht aufgefallen ist. Ich bin auf Twitch eigentlich alle zwei Wochen ab 14.30 Uhr ungefähr. Immer mal wieder live, also haltet das einfach mal im Blick, da werde ich ab und zu mal ein bisschen quatschen. Letzten Streams gab es immer mal wieder irgendwelche Infos, die es einfach als YouTube-Zuschauer nicht gab. Einfach mal so ein paar, ja, private Infos, auch ein bisschen was Getalke über das Spiel an sich und so. Also letzte Zeit war es eigentlich relativ spannend, ja. So, kommen wir jetzt wieder zum Eichi-Appen, da unser Lieblingsthema. Fand ich auch mal wieder gut übrigens, weil ich habe ja auf Azrael einfach, ich habe ja auf Azrael gar keine Eichi mehr, weil ich habe ja den extra Ring fertig auf Azrael, deswegen war ich mal wieder so ein bisschen gehypt, ein bisschen Won aus dem Fenster zu werfen und ein bisschen Eichi zu pimpen. Deswegen freue ich mich, dass ich hier Eichi gehabt habe. Ja, wir haben 4 antike Saphire gekauft, die dann direkt zum mythischen Saphir geworden sind, also relativ lucky zum Glück. Und dann habe ich angefangen, ein paar Granate zu kaufen, Granaden. Und damit ich dann auch schon mal den zweiten oder den vierten Stein insgesamt schon mal auf mythisch kriege. Das Ding ist, im Lolle-Bereich ist ja eigentlich völlig egal, ob jetzt der mythische Granat jetzt MP-Absap hat oder nicht. Weil ganz ehrlich, das juckt halt höchstens ab Grotte irgendwann. Aber so im Lolle-Bereich ist das egal, was der Saphir, was der Granat und was der Onyx da theoretisch hat. Relevant sind eigentlich theoretisch auch nur Diamant und Rubin dann für den Lucana. Und höchstens noch der Saphir halt wegen der Standardboni, ne? Also, ich will da trotzdem den ganzen Ring natürlich voll machen, um dann eben, ja, den Char halt perfekt zu machen, oder richtig perfekt. Dann werde ich Purpur und Indigo hochlesen, einfach nur wegen Angriffsspeed und Fallausweichen und natürlich den Damage. Und als Ring dann natürlich komplett machen, ich will vernünftige Krallen haben. Und ja, das ist dann halt ein relativ nicer Char, dass das halt ein richtig nicer Char wird einfach am Ende, dass das so low-level spaßig wird und dass wir da halt, ja, den Zusammenhalt nach und nach aufbauen. Wie gesagt, ich denke mal, da kommen jetzt nicht extrem viele Videos, einfach nur zwischendurch, wie gesagt, wenn ich auf dem Main gerade zu tun habe oder nicht so viel Zeit habe, was zu machen, dann kommen halt immer mal wieder ein paar so, ja, so Richtungen, dass wir das hier nach und nach aufbauen. Ich habe halt, wie gesagt, nur die Idee und dass wir dann da halt in dem Bereich halt versuchen, nach und nach zu machen. Ich will eine Gilde gründen, dann auf jeden Fall auch noch, dass wir dann hier zusammen vielleicht mit der Community spielen, dass ich ein paar Leute ranhole, dass man zusammen ein bisschen was macht im Low-Level und ja.
Wenn ihr auf Tiger Ghost auch anfangen möchtet, könnt ihr mich auf Discord anschreiben. Dann kriegt ihr ein paar Codes zum Registrieren. Und ansonsten habe ich noch einen Anmelden-Link in meinen Kommentaren. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Peace und Tschüss.